Hi, was geht ab? Und mich nennt man? Ein Schritt weiter und ich werde diese reichende Lady desintegrieren. Halte ein, ich bin Ben, ein gescheiterter YouTuber ohne Superkräfte, also kann ich nichts für sie tun. Okay. Psst. Bin ich. Wisst ihr eigentlich, warum ich so unvorstellbar gerne Memes in meinen Videos verwende? No! Weil man damit so unvorstellbar gut Emotionen transportieren kann. Denn egal wie unlustig meine Videos sind oder wie unlustig ich bin oder wie unlustig ich in meinen Videos bin oder wie unvideoig meine unlustig ich sind, mit Memes könnte man selbst The Green Mile lustig machen. Ich bin Batman. Ohne Memes wäre ich eigentlich nur 1% so lustig, wie ich eigentlich lustig bin. Und meine Short-Lols wären dann, naja, einfach nur Short. Damit meint er, wenn man bei seinem Video das LOL wegnimmt, dann sind sie einfach nur Short, also total unlustig. Alter, das ist so uncool, wenn YouTuber ihre Zuschauer für grenzdebil halten und ihnen jeden Witz erklären müssen. Übrigens ist grenzdebil das Determinativkompositum aus dem Stamm des Wortes Grenze und debil und bedeutet nur, über schwache Geisteskräfte zu verfügen oder einen geringen Intelligenzquotienten zu besitzen. Stellt euch mal vor, wie awesome es wäre, wenn man in echten Diskussionen Memes abspielen könnte. Jeder kennt diese Situation, weißt du? Man steht in der Pause im Kreis herum mit seinen Kumpels und Freunden und unterhält sich und jeder leistet so seinen Witzbeitrag. Und da gibt es immer diese eine Person, nennen wir sie Alexander. Auf YouTube heißt Alexander in meinem Beispiel XX Shadow Killer XX. Alex redet und redet und es kommt nichts Witziges bei rum. Stellt euch jetzt mal vor, Alex hätte die Macht der Memes. Schöne Unterhaltung wäre auf einmal awesome! Alex wäre das Zentrum. Jeder würde Alex lieben. Und wenn Alex dann zu spät in die Schule käme, würde er einen homerischen Akt in 3 Teilen aufführen. Mit Memes natürlich. Es ist 7.10 Uhr. Alex verlässt das Haus. Die Stimmung ist im Arsch. Alex denkt sich nur. Er öffnet die Haustür, geht nach draußen und erkennt. Fuck, es regnet. Doch Alex ist der Mann und er geht in den strömenden Regen Richtung Bahnhof. Mit schrellen Schritt gelangt Alex in die Bahn hinein. Doch was sieht er dann? Über seinem Platz ist ein Leck im Dach und es regnet in die fahrende Straßenbahn. An. What the fuck I'm doing here? Alex denkt sich nur. Und spürt innerlich. Er greift die Initiative, rennt zur Tür und springt in die schließende Tür nach draußen. Schießt nach Hause, wie der rote Blitz persönlich, zieht sich um, rennt dann alle 14 Kilometer zu Fuß direkt in das Klassenzimmer, stößt die Tür auf und denkt. Und Alex schreitet durch die Klasse und alle Mädels denken sich. Wie gerne wäre ich Alex in dieser Geschichte. Yep, seems legit. Ja, mit genügend Memes könnte man selbst eine Rede der Bundeskanzlerin interessant gestalten. Okay. Sei auch du wie Alex und poste mir doch einfach mal unten in die Comments dein aktuelles Bankkonto, was auch immer, dein mit Passwort. Sei auch du wie Alex und poste mir einfach mal unten in die Comments deinen aktuellen Gemütszustand in einem Meme ausgedrückt. Such auf YouTube irgendein lustiges Video von mir, das auch aus einer Reihe von Videos mit Zeitstempel. Hau's mir in die Comments und ich gebe jedes Video frei, weil die landen garantiert im Spamfilter. Egal, hau's unten in die Comments. Ich bin gespannt, welches Meme deine aktuelle Stimmung am besten beschreibt. Wenn es dir gefallen hat, dann macht man was?
Dann macht man was? Jacquarino, Ballerino! Da komm schon! Ich weiß nicht, wovon du redest. Da macht man was? Na komm schon, bitte, ich lass dich sonst nicht. Bitte, was macht man? Komm schon, sonst wieder. Ja! Einfach liken, Leute! Thank you.